Ein schöner Name. Fiona! Frage, ob eine Künstlerin Chance hat, große Wertsteigerungen zu erzielen am Kunstmarkt und international, denke ich, spielt auch immer eine Rolle, ob welche Persönlichkeit und welche Formen von Coolness und richtiger Reaktion im richtigen Zeitpunkt der Künstler oder die Künstlerin besitzt. Die Edition von Fiona haben wir für unsere Künstlerbüchersammlung gekauft, die wir hier an der Angewandten, an der Bibliothek aufbauen, seit circa 12 Jahren. Sehr auffallend für so eine Edition, also für mich zumindest, ist diese unheimliche Vervielfältigung von Signatur und Nummerierung. Also es ist vom Äußeren, vom Sackerl angefangen bis zu der Hülle hier, die das eigentlich Kostbare verbirgt, die Originalfotografie, Farbfotografie und hier so provisorisch auch ein bisschen zugepickt ist. Es ist alles signiert, nummeriert, datiert, gestempelt, also auch im Buch drin. Also das ist ganz ungewöhnlich, finde ich. Und da kann eigentlich jetzt gar nichts mehr schief gehen. Es ist ganz sicher so, dass diejenigen, die sich für Kunst interessieren oder für eine Wertschöpfung, die sie mittels Kunst erreichen können, wohl beraten sein werden darin, sich an diese Künstlerin zu halten. Ich würde raten, in Fiona Ruxio zu investieren. Also ich finde, man sollte auf jeden Fall also Fiona Ruxio Aktien kaufen. Also ich bin sicher, die werden im Wert sehr steigen. Ich werde auf jeden Fall eine Aktie von Fiona Ruxio kaufen, weil ich glaube, dass sie eine sehr talentierte Künstlerin ist. Ich freue mich, dass sich die Entwicklung der Fiona Ruxio in Richtung Kunst so gut entwickelt hat.